Wer klopft denn da? Wer könnte das denn nur sein, um diese Zeit? Der Kammerdiener? Ich fürchte, ich werde wohl die ein oder andere Münze bezahlen müssen, um für den Schaden in diesem Zimmer aufzukommen. Müssen Sie denn gerade jetzt anklopfen? Ich habe nicht einmal Zeit, hier aufzuräumen. Das hätte jetzt wirklich nicht gebraucht. Wer könnte das sein? Ist es vielleicht einer der Diener, der Geld haben will? Ich sollte wirklich gehen. Was nehmen wir? Ja, komm, ich nehme einfach mal das Erste. Ja, das kennen wir ja. Ah, gutes Karma habe ich bekommen. Ja, moin. Also man kann hier sich auch Karma erlangen. Ja, komm doch rein. Das Klopfen an der Tür wurde lauter. Oh, Kaufmann. Ich weiß, dass ihr da seid. Also öffnet die Tür. Als er die Stimme des Kaufmannes wiedererkannte, erstarrte der Prinz. Er hielt sogar den Atem an, um so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Was zum Henker soll ich jetzt nur machen? Ich bin es leid zu warten. Ich habe die Papiere bei mir. Erinnert ihr euch noch an den Handel, den wir gestern Nachmittag vereinbart hatten? Moment einmal. Wenn er jetzt hier ist, damit ich die Dokumente unterschreibe, heißt das dann ja wohl, dass er gestern gar nichts von mir bekommen hat und meine Befürchtungen unbegründet waren. Ich mache mich gerade fertig. Gib mir noch einen Moment, um mich anständig zu kleiden. Ich habe keine Zeit, um sie damit zu verschwenden, auf euch zu warten, bis ihr euch fertig geschniekelt und gestriegelt habt. Öffnet die verdammte Tür! Der Prinz war damit beschäftigt, seine Kleider zu so gut er konnte zu ordnen, während er versuchte, sich an allen Einzelheiten des Handels zu erinnern, den sie am Vortag gemeinsam besprochen haben. Es wäre unverzeihlich zu erscheinen, ohne zu wissen, wie man das Gespräch fortführen könnte. Was für einen Eindruck werde ich denn bei ihm machen, wenn er all das durcheinander hier sieht? Ich werde niemals imstande sein, all das hier aufzuräumen, sagte er, während er aufgab und zur Tür ging. Eigentlich dachte ich noch gestern Abend, warum räumst du hier nicht noch ein wenig auf, bevor du zu Bett gehst? Die Beschämung wurde für den Prinz unerträglich und so sprang er plötzlich ohne Vorwarnung aus seinem Zimmer. Hier bin ich. Können wir unten irgendwo Platz nehmen? Ich hätte gerne ein wenig Privatsphäre. Euer Zimmer eignet sich sehr gut dafür. Was für einen Sinn macht es, auf dem Zimmer zu bleiben, wenn wir nach unten gehen und uns etwas zu trinken genehmigen können? Ja, gleich mal nochmal bechern hier. Gleich nochmal hier. Ein paar Runden gönnen. Ich fühle mich nicht wirklich danach, etwas zu trinken, nach letzter Nacht. Ach, kommt schon. Lasst uns bitte nach unten gehen. Ich gebe euch eine Runde aus. Nein, mir ist wirklich nicht danach. Es ist mir ernst damit. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen hier die Nachwirkungen von gestern. Lasst mich nicht darum betteln. Von mir aus könnt ihr danach so viel ihr wollt trinken. Bitte lasst uns jetzt hineingehen. Ich möchte das hier schnell hinter mich bringen. Was, wenn ich euch zum Essen einlade? Wie wäre es mit einem saftigen Stück Fleisch? Oder etwas Kuchen? Wir könnten sogar ein nettes Mädchen dazu einladen, uns Gesellschaft zu leisten. Na, wie wär's? Was zur Hölle versteckt ihr in diesem Zimmer? Ihr geht sogar so weit, mir ein Essen anzubieten. Das ist so untypisch für euch. Hört bitte auf mit den Ausreden und geht mir aus dem Weg. Es ist mir todernst. Es ist eine wirklich schlechte Idee, dort hineinzugehen, meinte er, während er sich zwischen dem Kaufmann und der Tür aufbaute. Okay, ich glaube, er ist trotzdem reingekommen. Nachdem er die Feindseligkeiten des ganzen Geschehens bemerkte, gab der Kaufmann endlich seinen Vorhaben auf und lenkte ein, wie es den Prinz gewünscht hatte. Wandte er sich zur Treppe um und begann, sie nach unten zu gehen. Ah, okay, sie sind doch nach unten gegangen. Alles klar, alles klar. Am Ende der Treppe angelangt, suchten sie sich einen Tisch in einer weniger überfüllten Ecke aus, wo sie etwas Ruhe haben konnten, um über ihre Geschäfte zu reden.
Jawohl, ab zum Geschäft. Ja, hier, Zeit ist Geld. Bevor ich hier unterzeichne, wüsste ich gerne, was letzte Nacht geschehen ist. Meine Erinnerung ist ein wenig verschwommen und ich erinnere mich kaum an etwas, sagte er geduldig, begann der Kaufmann, die Begebenheiten der letzten Nacht zu erklären und versuchte dabei, kein einziges Detail auszulassen. Okay, ich muss jetzt antworten für den. Befürchtet ihr etwa, dass ich euch zum etwas genötigt habe, etwas entgegen eurem Willen zu tun? Wir kamen letzte Nacht in diesem Gasthaus, weil die Sonne bereits begonnen hat, sich zu senken und wir uns endlich über die letzten Einzelheiten unseres Geschäfts einig werden konnten. Es sieht so aus, als ob ihr euch wohl an rein gar nichts mehr von unserem Gespräch gestern Abend erinnern könnt. Ja, komm, machen wir mal das Letzte. Yay, yeah, schlechtes Karma haben wir dazu bekommen. Es sieht so aus, als ob ihr euch wohl an gar nichts mehr von unserem Gespräch gestern Abend erinnern könnt. Was meint ihr damit? Ich sag nur das, was ihr mir zusammengereimt habt. Ihr solltet endlich lernen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und wann es der rechte oder schlechte Zeitpunkt ist, gewisse Dinge anzumerken. Bitte, bitte, das ist doch kein Grund, gleich wütend zu werden. Wie soll ich denn nicht wütend werden, wenn ihr mich ständig provoziert? Oh, jetzt wird's heiß hier, jetzt wird's heiß. Nun kommt, lasst uns nicht weiter darüber sprechen. Ich habe nur eine Beobachtung gemacht, weiter nichts. Behaltet eure Beobachtungen für euch. Nun zeigt mir endlich die Papiere, die ihr vorbereitet habt. Und hier vor allem in der Mitte sehe ich gerade einen Sack voll Gold. Ja, nice. Welch eine Eile! Wollt ihr denn gar nichts mehr wissen, was gestern Abend passiert ist? Seid ihr hier, um Geschäfte zu machen oder um Zeit zu verschwenden? Ganz wie ihr wollt. Der Kaufmann holte die Papiere aus seiner Tasche und breitete sie auf den Tisch aus. Bitte sehr. Das ist der endgültige Beschluss, auf den wir uns gestern geeinigt haben. Ich bitte euch sofort zu unterschreiben, damit ich dieses Ratenloch hier so schnell es geht wieder verlassen kann. Und ich mich nicht weiterhin mit euch abgeben muss. Das hat er sich aber nur gedacht. Nach kurzem Überfliegen nahm der Prinz einen Stift aus seiner Tasche und trug schnell, aber sauber seine Unterschrift in die Geschäftsvereinbarung ein. Ich habe unterschrieben, also gebt mir nun mein Geld. Macht euch darüber keine Sorgen. Der Prinz sah dem Kaufmann dabei, wie er gerade versucht, die Papiere in seine Tasche zu geben, als ihm plötzlich Zweifel kamen. Schnell griff er nach den Armen des Mannes, um ihn zu stoppen. Was wollt ihr denn noch? Oh. Was hat dieser Teil hier zu bedeuten? Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Sprecht ihr von... Was? Neuer Charakterzug freigeschaltet? Okay. Sprecht ihr von diesem kleinen Abweichung hier? Es geht dabei lediglich um 50 Goldmünzen. Nur eine Kleinigkeit. Wie könnt ihr es wagen, euer Angebot zu verändern, ohne mir darüber Bescheid zu geben? So wie die Dinge stehen, bin ich hier der Kaufmann und derjenige, der euch bezahlen muss. Diese Dinge gehören zu meiner Arbeit. Ja, aber es ist mein Geld. Ihr habt kein Recht, einfach zu tun, wie es euch beliebt. Ich dachte nur, dass eine solch kleine Änderung euch sicherlich nicht im geringsten berühren würde. Da ich es mit einem Prinz zu tun habe, dachte ich nicht, dass ihr über das ein bisschen Kleingeld sprechen müsste. Offensichtlich lag ich da falsch. Da lagt ihr wirklich sehr falsch. Dachtet ihr etwa, ich würde das nicht bemerken? Ihr solltet mir lieber dankbar sein, anstatt mich immer nur zu kritisieren. Ich hätte das Doppelte verlangen wollen, um damit eure Besitztümer zu renovieren. Ich habe versucht, euch auf halbem Weg entgegenzukommen. Aber wenn ihr wollt, kann ich für dieses Geschäft auch noch mehr Geld verlangen. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollte denn ich für die Renovierungskosten aufkommen müssen? Vielleicht macht es keinen Sinn für euch. Für einen Unternehmer wie mich jedoch stellt euer Besitz eine gewaltige Herausforderung dar. Den Anfangspreis zu drücken, war das Mindeste, das ich dafür tun könnte.
Und ihr dachtet wirklich, dass man... dass das nach meinem Sinn wäre? Das werde ich wohl meinen. Ihr habt ja kaum eine andere Wahl. Oh, jetzt wird es jetzt ja... Gleich schlagen sie sich. Ich bin mir ziemlich sicher. Der Kaufmann verschränkte die Arme vor sich und machte es sich auf seinem Stuhl etwas gemütlicher. Dann warf er einen Blick auf den Prinzen, der den Vertrag noch einmal durchlas. Sehen wir doch mal. Er kann davon halten, was er will. Ich bin nicht dazu bereit, ihm noch ein größeres Preiszugeständnis zu machen. Ihr beliebt wohl zu scherzen? Fragte er nun todernst, als er das Dokument niederlegte. Bei solchen Geschäftsangelegenheiten scherze ich nie. 50 Goldmünzen sind keine Kleinigkeit. Ich bin ein Kaufmann. Ich kenne den Unterschied zwischen einem fairen Handel und einer Abzocke. Sicher? Ihr solltet euch geehrt fühlen, einen Verkäufer wie mich zu haben. Ich bin schließlich Teil des Adels. Nachdem wir diesen Handel abgeschlossen und sich das Wort darüber verbreitet hat, werdet ihr mehr Kunden denn je bekommen, die mit euch Geschäfte machen wollen. Boah, die Musik, ey, die böllert jetzt aber hart rein. Der Kaufmann war ganz und gar nicht von dieser Aussage überzeugt. Er grinste spöttisch und antwortete mit raschen Worten. Das sind nichts weiter als leere Worte. Ihr seid ein Prinz und wart einmal reich. Jetzt aber, nachdem euer Vater alles verschwendet hat, was euer eigen war, seid ihr... Sagt euch selbst zuliebe kein weiteres Wort. Der Prinz schaute extrem frustriert aus und Wut und Verzweiflung waren ihm ins Gesicht geschrieben. Ungerührt davon redet der Kaufmann weiter. Ihr braucht dieses Geld. Ich sehe keinen anderen Ausweg für euch, wenn ihr dieses Geschäft hier nicht abschließt. Oh, jetzt wird's hart. Der Adelsstand zeichnet sich durch zwei ganz bestimmte Charaktermale aus. Stolz und Würde. Im Angesicht einer solch offensichtlichen Beleidigung jedoch scheiterte eines davon in dem jüngeren Prinz. Jetzt geht's los. Blind vor Wut sprang er nach vorne, warf dabei seinen Stuhl um und zog sein Schwert. Ich habe euch gesagt, dass ihr still sein sollt. Seid ihr etwa taub? Es geht hier nicht mehr um Geld. Hier steht euer Leben auf dem Spiel. Der Kaufmann, der zuvor noch selbstsicher und entspannt war, veränderte sein Verhalten augenblicklich. Zitternd stand er auf, sein Gesicht aschfahl und hob die Hände. Lasst uns doch ruhig bleiben. Es gibt keinen Grund, zu diesen Mitteln zu greifen. Es geht hier ja nur ums Geschäft. Ich wollte euch gegenüber sicher nicht respektlos erscheinen. Aber das tat ihr. Wenn es wirklich nur ums Geschäft geht, dann seid ihr aber wahrlich kein sehr schlauer Geschäftsmann. Tatsächlich wundert es mich, dass ihr immer noch am Leben seid. Als sich der Satz »Es Prinzen« dem Ende näherte, nähert sich zeitgleich sein Schwert dem Hals des Kaufmanns. Dies alles geschah binnen weniger Sekunden, doch für die beteiligten Personen fühlten es sich wie Minuten oder sogar Stunden an. Der Kaufmann dachte schon, es wäre um ihn geschehen, aber da gesellte sich plötzlich das Glück, das ansonsten eher selten in solchen Situationen auftrat, auf seine Seite. Haltet ein! Für einen Kellner brauche ich irgendwie eine besondere Stimme. Haltet ein! Oder ich muss die Wachen rufen. Ein Diener eilte auf die beiden zu, gerade zur rechten Zeit, wie es schien. Sein Einschreiten zerstreute erfolgreich die angespannte Situation. Mischt euch nicht in andere Leute Angelegenheiten, ein Bursche. Das Schwert nahte am Hals des Kaufmanns, begann zu zittern. Alles Zweifel und andere schlechte Gedanken drohten dem Verstand des Prinzen zu überkommen. Verdammt, warum muss er genau jetzt dazwischen gehen? Dieser Zwischenfall könnte mich meine Freiheit kosten. Ich darf jetzt keinen Fehler machen.
Bitte, ihr habt recht. Lasst uns dieses Schwert beiseite legen. Ich bin überzeugt. Ich gebe euch die 50 Goldmünzen. Okay, die Situation hat sich abgekühlt. Gebt mir das Geld und schert euch dann da fort. Nein, diese Kränkung war gravierend. Das sind 50 Goldmünzen nicht annähernd genug. Ich verlange das Doppelte als... Oh nee, ich will nicht übertreiben. Ja, ich gehe mal mit der ersten Antwort. Gebt mir das Geld und schert euch dann fort. Um sich so schnell er konnte aus dieser brenzligen Situation zu befreien, warf der Kaufmann das Geld auf den Tisch, schnappte sich die Papiere und machte sich so geschwind er konnte aus dem Staub. Ich denke, es ist Zeit für mich zu gehen, sagte er und fort war er. Endlich habe ich die Oberhand über ihn gewonnen. Er war zufrieden mit sich selbst, lachte und steckte den Beutel voll Geld ein. Der Kaufmann war so schnell geflüchtet, dass er beim Hinausgehen vergessen hatte, die Tür hinter sich zu schließen. Solch eine tolle Aussicht für den Prinzen, der endlich mit einem Sieg über seinen Rivalen prahlen konnte. Jawohl, die Leute freuen sich bestimmt darüber, wenn er darüber prahlt hier. Ja, der Kaufmann. Diese Leute heutzutage, mit denen ich gezwungen bin, Geschäfte zu machen. Er hat mich sogar mit einem Schwert bedroht. Für die paar Münzen.